Into the Night ist eine Ausstellung ganz nach meinem Geschmack. Wie ich sie das erste Mal besucht habe, war ich selig, weil es Beweiskraft hat für manche meiner Theorien. Jeder Mensch ist ja auf einen eigenen Ton gestimmt, auf eine eigene Melodie. Und wenn wir auf etwas stoßen, was dieser Melodie entspricht, was ähnlich gestimmt ist, dann fühlen wir uns wohl, dann haben wir so einen Schimmer von Heimat, den wir empfinden. Und in dieser Ausstellung geht es mir in vielen Räumen so. Es ist ja eine uralte, viel zu wenig genützte Tradition, dass Künstler öffentliche Räume gestalten, die was mit Kunst zu tun haben. Also zum Beispiel Varietés oder Kabarets. Ich habe selber ein Varieté gebaut in Berlin, den Wintergarten. Und es gibt Bars, die von Künstlern gestaltet sind. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass für eine Gruppe von Menschen, die auf einen ähnlich gestimmten Ton geboren wurden oder sich entwickelt haben dazu, dass es da Orte gibt, an denen man sich freiwillig ohne Ekel aufhält. Ich will darauf hinaus, dass es ein Glück ist, wenn sich begabte Menschen, die eine Eleganz der Gedanken und Taten haben, dazu durchringen, Räume zu gestalten, die öffentlich zugänglich sind oder, wenn man ein Clubmitglied ist, für einen geschaffen wurde. Und das gibt es in Afrika, es gibt es in Asien, es gab es auf Inseln in der Karibik. Es ist schön, dass jetzt endlich etwas stattfindet als Ausstellung in Wien, was dem Ausdruck gibt. Also schauen Sie sich das an. Ich bin nicht an den Einspielergebnissen beteiligt. Ich rate Ihnen, Sie tun sich was Gutes.